Hallo und herzlich willkommen beim Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Einen zauberhaften guten Abend und dabei sind die wundervolle Inga Marie Ramke. Hallo. Und Julia Schnetzer. Die ist nicht wundervoll. Doch, du bist auch ganz wundervoll. Doch. Entschuldigung. Doch. Und voller Wunder. Und heute endlich wieder live und in Farbe. André ist wieder am Start. Ihr dürft ihn heute endlich wieder sehen. Wir dürfen ihn endlich wieder sehen. Ja, die Kamera tut, genau. Nein, du hast dir Klamotten gekauft. Was? Beim letzten Mal konntest du nicht, da weil du ja sonst nackt gesehen worden wärst. Ja, richtig. Ja, genau. Ja. Und das ist ich dachte, die Erzählung beim letzten Mal war... die Erzählung beim letzten Mal, war das nicht irgendwie... die Kamera geht nicht, also gibt es auch keinen Grund mehr, Kleidung zu tragen. Aber ja, so rum geht umgedreht. Auch. Ja, super. Hattet ihr auch alle so eine Scheißwoche? Nein. Okay, gut, das wird nicht immer. Ich schon, André, Inga nicht. Auch eine Scheißwoche. Ich hatte auch eine Scheißwoche. Ich hatte eine grandiose Woche mit Kindern, die sehr anstrengend war, aber auch sehr schön. Du hattest Lesungen und Workshops oder was hast du? Ja, ich war im Workshop. Mit den Zukunftstieren, ne? Ja, genau. Ja, auch mit den Zukunftstieren, wobei wir uns eher um tote Tiere gekümmert haben. Wir haben den Dodo uns vorgenommen, der ja schon 1662 verstorben ist. Ausgestorben. Ich dachte, das ist gerade so irgendwie so. Hatte gerade irgendwie so ein frisch gestorbener Berner Senn. Nein. Ja, aber. Und dann hatten wir Turning dabei, mein kleines Monster, und Nessie, das Seeungeheuer. Die sind jetzt sehr, sehr stark involviert in den Schreibworkshop und waren auch am Mittwoch im Museum der Natur in Hamburg, wo wir ausgestopfte Tiere gesehen haben und eine sehr nette Führung hatten und auch tote Haie streicheln durften. Hm. Und es gab aber auch die Kinder, die geschrien haben und gesagt, oh, Heike, oh Gott, ja, Heike, du lebst. Heike ist nicht tot. Nee, Heike nicht. Die ist nur... Heike lächelt. Und sie ist auch kuschelig. Ich denke mal, die Haie, die ihr gestreichelt habt, waren nicht so. Ja, ich hatte versucht, so eine Überleitung zum Megalodon zu machen. Von der toten Haihaut zu den toten Riesenhaien. Aber die Kinder waren nicht aufmerksam genug, weil es so viele Tiere gab, die alle an den Synapsen gezerrt haben, sozusagen. Das ist ein wunderschönes Bild. Auch. Ja, genau. Das war spannend auf jeden Fall. Und wir haben nichts gegen den Strich gestreichelt. Wobei, das gab da Auflagen, man durfte den Hai gegen den Strich streicheln, aber die Kaninchen und die anderen Tiere nicht. Und dann hatte der Typ gesagt, ja, nach dem Streicheln von den Tieren müsst ihr bitte Hände waschen. Aber er meinte nicht sofort und hat seine Führung fortgesetzt. Und alle Kinder waren richtig genervt und gestresst, weil sie jetzt sofort Hände waschen wollten, weil er gesagt hat, man soll Hände waschen. Damit hat er seine eigene Führung untergraben. Wegen dem Arsen, wir haben das gelernt letzte Woche. Ja. Ja, wegen dem, dass die das sehen. Aber es ist, ich glaube, bis jetzt ist noch kein Kind gestorben, seit Mittwoch. Waren die Kaninchen, die sich streicheln durften, auch tot? Es waren alle Tiere tot, die wir gestreichelt haben, ja. Ich frag nur. Wir haben auch Schneeleopardenfell gestreichelt. Interessante Workshops machst du da. Ja, das war sehr gut. Und auf dem Rücken Tiere streicheln mit Inga. Genau. Ja. Alle Tiere, die wir gestreichelt haben, waren tot. Ja, stimmt. Muss einen Clip daraus machen. Ich habe ja, das notiert. Schön, wird schön. Ja, toll. Auf jeden Fall war der Rückweg besonders schön, weil wir umsteigen mussten. Und dann standen wir 10 Minuten vor an der Bushaltestelle, die direkt vor einem Butnikowski ist. Und Butnikowski ist eine Drogeriemarktkette. Und wir waren 16 oder 17 Kinder und... Dann kam das Kind da drauf, das eine Kind so, ey Inga, da gibt's Lollis umsonst. Und ich so, da gehen wir jetzt nicht rein, weil bei Budni gibt's anscheinend an der Kasse Lollis. Und dann wollten die Kinder bei Budni rein und das war der stressigste Moment eigentlich. So wie kriegt man die Kinder dazu, nicht in den Budni zu rennen und auch nicht ständig die automatische Tür zu aktivieren? Toll. Wie alt waren die Kinder? Und wie hast du sie? Was war die Lösung?
Erst habe ich es mit Reden versucht, dann habe ich es mit, ich habe mich selber in ausreichender Entfernung vor die Tür gestellt und sie abgefangen, wenn sie zu nah rangingen. Und irgendwann, ich habe da so verschiedene Eskalationsstufen und irgendwann, man kann das auch energetisch machen, wenn man wirklich sauer wird. Und dann kam aber auch der Bus. Also ich war dann irgendwann so jetzt, wenn ihr das noch einmal macht, aber in richtig böse. Und das hat geholfen. Und alle sind lebend hin und lebend zurück. Also bis jetzt. Von Arsen ist noch keine Spur. Okay, Entschuldigung, schlechter Wort. Mitglied schreibt, Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur später. Ich würde sagen, der Zusatz weird in deinem Nickname ist wohl treffend. Und das wiederum erinnert mich leider an Domian, diese berühmte Folge. Ja, danke auch. Oh das doch, ja, ich weiß. Ja. Schön. Ist noch nicht 7:45, aber wir sind schon. Bitte nicht irgendwas mit lebenden Tieren, André. Ich hab, ja, ich der lebende Bewegung. Hund ist gerade reingekommen, aber er möchte sich in seinem Körbchen einkuscheln. Und ich habe keine Hundecam am Start. Gut. Nee. Mein Glück. Ja, und ich habe, während ich letzte Woche tote Tiere habe streicheln lassen, bevor ich das an dem einen Morgen tat, ist etwas in mein Instagram gespült worden. Und das war etwas, von dem ihr auch schon wisst, nämlich die Fischklingel. Ja, Fischklingel. Ich habe die Fischklingel, den Fischklingel-Livestream offen. Das ist toll. Soll ich mal darüber bluppen? Ja, mach mal, weil ich dachte, das kann ich so einfach nochmal einschieben für heute, weil wir haben ja einen Plan für heute, ne? Wir haben voll den Plan. Erzähl mal den Plan. Wir gucken uns erst die Fischklingel an. Hier ist der Livestream von der Fischklingel. Aber was ist die Fischklingel? Die Fischklingel ist ein Video in einer Schleuse in Utrecht, wo jetzt gerade die Fischmigration stattfindet. Also nicht nur in Utrecht findet die statt, aber in Utrecht gibt es eine Schleuse, die händisch bedient werden muss. Und da tummeln sich dann Fische, die durch diese Schleuse auf ihrer Migrationsreise durch wollen oder auch müssen. Denn die waren ja jetzt im Winter in tieferen Gewässern unterwegs, damit sie nicht einfrieren und schwimmen momentan instinktiv die Flüsse aufwärts in die etwas seichteren Gewässer, weil sie da laichen und dann haben die Jungfrische Schutz mit Wasserpflanzen und so Gedöns. Und in den Niederlanden ist ja fast alles irgendwie, wir haben da ja einen Artikel mal zu gemacht. Die Niederlande liegen ja unter Meeresspiegel größtenteils. Das heißt, es gibt ewig viele Schleusen und Dämme und Hindernisse bei der Fischmigration. Und in Utrecht haben die sich irgendwann gedacht, man könnte ja den Fischen ein bisschen besser helfen, weil man muss diese Schleuse händisch, wie gesagt, manipulieren, um die aufzumachen. Und da könnte doch das breite Publikum helfen, wenn die sehen, dass da ein Fisch vor dem Video schwimmt und dieses Video, das zeigt die Situation vor der Schleuse, dann könnte man einen Knopf drücken und leider gibt es da gerade 1005 Zuschauer. Sind 6 zu viel. Die ersten 999 haben das Icon, wo man auf die Fischklingel drücken kann. Scheiße. Und wir können das gerade nicht, weil es zu viele Zuschauer gibt. Aber es macht auch nichts, man sieht ja auch gerade keinen Fisch. Achso, dann muss aber, es muss jemand im Livestream auf die Fischklingel drücken. Die Fische können nicht selber auf die Fischklingel drücken. Nein, die Fische können leider nicht drücken. So weit sind wir da noch nicht. Könnte man meinen, ne? Ja. Nee, ja. Es sind keine dressierten Fische in den Niederlanden. Okay. Ich denke, ja. Ich entwickle jetzt keine weiteren Assoziationsketten, nein. Und das Lustige ist, also die machen jetzt seit 4 Wochen wieder den Stream, den machen sie immer nur in der Migrationsphase, wo man dann eben auch drücken kann, wenn man unter den ersten 1000 Zuschauern ist. Und man kann den Livestream auf YouTube auch angucken, auch später angucken und wenn man mag, das seht ihr gerade oben in dem Fenster, auf der Fischklingel-Seite steht auch No Fish, don't worry, watch the Fischdorbel News Report. Der ist auf Niederländisch, aber mit englischen Untertiteln. Ja, also und hier ist der YouTube-Kanal. Hallo Olaf.
Und der YouTube, das ist wirklich sehr, sehr süß, weil die machen dann jede Woche ein Update und am Ende des Videos auch eine Wettervorhersage, um zu sagen, wie es so fischtechnisch, was so zu erwarten ist für die nächste Woche aufgrund der Wettersituation in den Niederlanden vor der Fischklinge. Und analysieren, was man in der letzten Woche für Fische gesehen hat. Also diese Woche hat man zum Beispiel einen Kormoran auch gesehen, der in dem Trubel bei den Fischen, also die Fischklinge gibt es unter anderem deshalb auch, wenn genug Fisch davor schwimmt, dann wird auf jeden Fall aufgemacht, allerdings nicht nachts, also es ist jetzt keine 24/7 besetzte Schleuse. Und die meisten Fische, die dann tagsüber da drin hängen, die werden eben auch von anderen Fischen oder von Kormoranen oder Wasservögeln gesichtet und könnten dann gefressen werden. Das heißt, es ist ganz gut, wenn man dann sagt, ey, da schwimmen jetzt gerade zu viele, und dann wird aufgemacht. Aber du hast jetzt gesagt, Und also es, jetzt nochmal ganz kurz, weil, also das ist eine Schleuse. Wie lange ist denn so ein Öffnungsprozess? Also muss da dann Dinge gepumpt werden ich und weiß es nicht, André. Ich habe noch nicht die Chance gehabt, da auf irgendwas zu drücken oder die Schleuse von oben zu sehen. Man sieht die jetzt gerade nur von unten. ja. Also, ich habe da mal ein Video zu gesehen, die wird echt mit der Hand geöffnet. Das ist eine kleine Schleuse, die wird Okay, da mit der muss Hand einer geöffnet. rausgehen und dann rumdühlen. Ja, krass. Ja, düdel. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwie so im Spreewald mit einem Kajak unterwegs wart oder so, dann kennt ihr das vielleicht auch. Ah ja. So, dass man selber diese Schleusen aufmachen muss und so. Ja. So von dem Kaliber ist das. Ja. Und ich kann den Fischdorbel News Report empfehlen. Das sind so 10 Minuten gut investierte Zeit, wo man alles über die aktuell dort vorbeigeschwommenen Fische lernt. Außerdem einen sehr netten Holländer sieht, der das alles auf Holländisch erklärt, aber eben mit englischen Untertiteln. Und der in dieser Woche versprochen hat, dass er irgendwann auch das Ganze auf Englisch macht, weil die herausgefunden haben, dass die Niederländer gar nicht so aktiv sind im Türöffnen wie die Ausländer. Ah. Ja. Lustig. Ja, die gibt es ja auch schon länger. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr schon mal gesehen mit der Doorbell. Da war das, glaube ich, auch schon viel in den Nachrichten. Das hat echt so ein bisschen so einen Hype gebracht. Ich glaube, das ist jetzt gerade wieder ein Hype, weil es irgendwie bei TikTok oder so viral ging. Und Ja. ich habe versucht, das zu finden, aber habe ich nicht. Ich habe auch schon mal vor Jahren gesehen, dass ich dachte, auch in Deutschland, aber ich bin mir nicht sicher, dass die so auch so ein Live-Video hatten an der Schleuse, wo man als Wanderer oder Spaziergänger quasi gucken kann an der Schleuse und dann einen Knopf drückt und dann geht da irgendwie was auf. Aber ich habe das nicht mehr gefunden. Irgendwo Für anders. die Also es war Fische irgendwas oder was? anderes. Ja, auch für die Fische, genau, ja. Gleiche System, bloß dass es quasi nicht online war, sondern dass da ein Fernseher an der Schleuse war, wo man gucken konnte. Aber ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich habe Und noch. deswegen dachte ich auch, dass wir das damals schon mal besprochen hatten, als wir da diese Fischkanone hatten. Ja, die Die Fischkanone. Die Lachskanone. Lachskanone. Lachskanone, ja. Die Ja. Lachskanone. Wer sie noch nicht kennt da draußen, googelt sie einfach mal. Es ist Das auch ist. verlinkt in einem unserer Artikel. Ja. Es ist sehenswert, würde ich sagen. Ja, schade, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken, der ist mir gerade wieder entfallen. Super. Ja, weg. Fischvideo. Nee, ja. Nö. Holländer. Die Ausländer sind fleißiger am Klingen als die Niederländer. Ah, da Weil könnte. man muss halt auch sagen, es gibt natürlich auch mehr Ausländer als Niederländer auf der Welt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach so, da schwimmen auch Fische, die Brackwasserarten sind übrigens. Also das sind jetzt nicht nur komplett Süßwasserfische, die da sind. Und die Arten werden vorgestellt. Aber das ist trotzdem noch nicht das, was ich sagen wollte. Ärgerlich. Also diese Woche sind da zum Beispiel der Arland vorbeigeschwommen, der auch Orfe oder Nerfling genannt wird. Nerfling allerdings mit F und nicht mit V. Nervling. Ja. Das ist aber dann hat nichts mit Nerven zu tun, ja? Nein, nein, nicht mit den Nerven. Warte, ich packe es auch hier in den Chat. Die Arten, die da diese Woche waren. Der Nerfling, das ist ein Fisch, der auch in der Ostsee vorkommt. Der nächste schwimmt auch ab und zu in der Ostsee. Das ist nämlich ein Barsch.
Barsche sind anscheinend auch Brackwasserviecher zwischendurch mal. Hm. Und, oh, Weirdbeat sagt, dass Weirdbeat, du kannst also quasi die Fischklingel. Ach so, genau, was ich sage, jetzt, danke, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe irgendwo gelesen, also das wird auch für Wissen. Wir können klingeln. Geil, aber bitte nicht, weil nein, jedes Mal, wenn nicht. Einer klingelt, wenn jemand klingelt, dann wird ein Foto auch gemacht. Und das werden die später auch auswerten, also für wissenschaftliche Zwecke. Ja. Und es gab eine IP-Adresse. Und sehen, dass du geklingelt hast, obwohl kein Fisch da war. Ja, das passiert. Klingelstreich. Ja, nee, aber genau. Mache ich nicht. Ja, gut, dass du sagst. Nein, nein. Es haben schon mal Studenten aus Spaß sind da vor der Kamera rumgetaucht und Freunde haben dann auf den Auslöser gedrückt, weil dieses Foto haben wollten. Ha, 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 ha. Das ist auch ein bisschen lustig. Da war ein bisschen lustig ist das vielleicht. Schon. Ja, ein bisschen lustig ist es schon. Ein bisschen lustig war es. Ja. Oder ein bisschen. Ja. Genau. Also so ist das mit der Fischklingel und der Fischmigration, die jetzt gerade hoch, also die schwimmen jetzt die Flüsse hoch, die Fische. Mhm. So ist Nobby. Ja. So. Wir waren heute im Moor und wir wollten Moorfrösche finden, weil die gerade Balzzeit haben und dann sind die blau. Oh. Aber wir haben keine gefunden. Oh. War enttäuschend. Aber wir haben sich paarende Kröten haben wir gefunden, aber keine blauen Frösche. Und die wolltet ihr dann einfach so mal fotografieren oder mit einer UV-Lampe bestrahlen? Nee, fotografieren. Okay. Tagsüber ist das mit der UV-Lampe funktioniert nicht so. Naja, ihr könnt ja eine Vorrichtung bauen, irgendeinen dunklen Eimer, dann den Eimer über die Kröte und dann oben eine UV-Lampe rein. Unhandlich, nee, wenn du durchs Moor läufst. Und sehen, aber es war nicht erfolgreich. Hm. Baseball fragt mit Wasser im Schuh und Moor im Ohr. Ja. Ungefähr so. Dafür siehst du wieder fit aus, jetzt gegen Abend. Ganz ich unverschmiert. Achso, ja, nochmal kurz geschüttelt. Sehr schön. Ja. Also, keine Fische momentan. Die Uhrzeiten zwischen denen, die am meisten schwimmen, haben die auch gesagt in dem Fisch-Real-Talk. Nämlich zwischen kurz vor Sonnenaufgang, weil es dann noch dunkel ist, und kurz nach Sonnenuntergang. Das sind so die Hauptzeiten. Das war jetzt schon. Ja. Vor einer Stunde etwa. Sonnenuntergang ist eine Weile her. Genau. Aber da könnt ihr ja morgen mal reingucken. Es gibt übrigens auch, also ich habe jetzt keinen Link, muss ich raussuchen, aber es gibt auch so im Meer, also keine Klingeln, aber man kann auch so in Florida oder so, da gibt es auch so Kameras und da kann man sich auch so Unterwasser-Livestreams angucken. So einmal, also falls Leute so etwas mögen, gibt es so bei YouTube und so. Manchmal auch noch in Aquarien und sowas, aber ich finde dann immer cooler im Oh ja, Aquarien hatten wir auch schon mal, glaube ich. Da haben wir mal ein paar Livestreams aus Aquarien uns angeguckt. Echt? War ich da dabei? Ich kann mich auch nicht erinnern. Also ich weiß, dass oder haben wir da nur drüber gesprochen? Vielleicht schon. Also ich weiß, dass wir gestreamt haben, aber nicht live so die Expeditionsvideos, wenn man so ein Tier irgendwie gefunden hat, so ein cooles. Ach nee, wir haben nur drüber gesprochen, weil wir waren uns nicht sicher, ob wir das machen können. Weil, das kann sein, apropos Aquarien und so. Ja, du hast mir auch einen Link geschickt. Ja, aber es hat überhaupt gar nichts mit Aquarien zu tun. Super Überleitung. Ja, das habe ich mir dann auch gerade gedacht. Nee, weil es ist das Florida Museum und überhaupt nicht Aquarien. Ja, aber Florida. Ja. Alles auch mehr. Nee, aber die Überleitung oder das, was zusammenhängt, ist eher, dass ich das auch tatsächlich bei Instagram über Instagram gelernt habe. Und zwar hat das Florida Museum eine Datenbank jetzt veröffentlicht, wo sie, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Viecher bis jetzt digitalisiert haben. Also ne, da haben sie CT-Scans und so von, wie sagt man? Blauen Waldfröschen? Nee, von den Kadavern? Exemplaren, die im Museum stehen, weißt du, so eingelegt.
Der mir gerade nicht einfällt. Ach ja, das sind diese Begriffe aus der Taxonomie, ne? Diese. Ja, genau. Naja. Nicht Standard. Das Nullertier. Whatever. Sie haben auf jeden Fall quasi diese Tiere genommen und haben die gescannt und bla bla bla. Und die ganzen Daten sind jetzt halt öffentlich einsehbar für jedermann. Und das ist ganz cool. Und ich dachte, wir gucken da einfach mal gemeinsam rein. Also ich habe das auch selber noch richtig angeguckt. Genau, habe ich aber tatsächlich auch bei Instagram über ein Reel gelernt, dass es das jetzt gibt. Die wollen das auch jetzt noch immer weiter erweitern. Das ist jetzt, glaube ich, gerade erst online gegangen. Jetzt haben sie gerade zum, ich glaube, ein paar tausend. Aber das ist richtig cool. Also du kannst mal, geh mal runter, wo man da sich das, ich glaube, vielleicht in der Species Gallery, wenn du da links in diesem Kasten. Mhm. Ja, genau. Und da kann man jetzt sich quasi ein Viech aussuchen. Ja. Genau. Da kann man auch hier gibt's auch Fische. Ja, nimm doch mal den Boxfisch. A.k.a. auf Deutsch Kofferfisch. Und dann drauf. Und dann kannst du den nämlich, glaube ich, so... Der ist, glaube ich, 3D gescannt. Kann man den nicht bewegen oder so? Nee. Jetzt haben sie das noch nicht für alle Arten. Ja, das hier ist einfach nur ein Bild. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ich habe, wie gesagt, geh mal auf das, nochmal zurück. Das Seepferdchen. Das. Ja, das ist nämlich auf jeden Fall 3D, da war ich nämlich schon drauf. Ja, da, hier unten ist ein Model, ja. 3D, Loading 3D. Ich dachte, also ich weiß nicht, ob sie das für alle, noch nicht für alle fertig haben, aber da kannst du halt, da kannst du auch richtig reinzoomen, das ist richtig geil. VR, kann ich das hier? Ja, es ist. Nee, einfach so, wie du gerade hattest. Ja. So. Ich kann nur nicht Vollbild machen. Ich würde das gerne größer für euch machen. Warte mal. Ach so, aber du warst gerade im Vollbild und da war. Ja, nee, für euch ist es dann super, aber nicht für einen Stream, ach, weil... Du kannst es dann nicht mehr sehen? Nee, die Zuschauer im Stream können es nicht mehr komplett sehen. Ach so, sorry. Ja. Alles klar. Das ist so ein... Da hatte ich dran gedacht. So, ja, aber ja, okay, wir können da reinzoomen und dann... Das sieht da sehr cool aus, auf jeden Fall. Ja, da kannst du jetzt richtig krass die ganze Struktur anschauen. Das ist halt schon ganz schön cool. Und vor allem, wenn du dich dann irgendwie für spezielle Arten interessierst und so, wenn sie diese Datenbank noch größer machen und sowas, ist das ganz schön geil. Da musst du halt auch, wenn du irgendwie Forscher bist oder so, ne, du musst da nicht mehr irgendwie hinfahren. Nee. Ich glaube, Belegexemplare heißt es, glaube ich, wenn du die Exemplare, die quasi eine Art, also wenn du eine Erstbeschreibung hast von einer Art, dann musst du ja auch immer ein Belegexemplar, so heißt es, glaube ich, abgeben. Ja, cool. Ich weiß auf jeden Fall, ich war mal hier in Berlin, gibt es das IZW, das ist das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Die haben ein großes CT, also wirklich ein größeres, was nicht nur, also ein Mensch würde auch reinpassen, aber halt größer, weil sie können da bis zu, sie haben da auch irgendwie eine Galapagos-Schildkröte mal drin CT't. Also richtig fettes Teil. Das ist sehr beeindruckend gewesen. Ich glaube, ist das eine... Weiß nicht, ist das die Galapagos-Schildkröte? Ich habe hier, glaube ich, sogar... Warte mal, ob ich den... Da stand ich mal vor, aber... Das sind auch nur Bilder, aber ja, da ist ein Bild von, also das ist keine Galerie, aber, upsie, das ist keine Galerie, aber das steht hier in, dass es hier so viele verschiedene Modelle gibt, ist natürlich total cool, aber ich mach mal kurz hier das aber hier. Aber ich verstehe jetzt, ich gucke jetzt auch gerade so ein bisschen durch.
Ich verstehe jetzt auch nicht, warum das jetzt von, also jetzt von den meisten, ist es immer nur ein Bild und mehr kann ich eigentlich gar nicht sehen. Nee, genau. Ah, hier, nee, du kannst den CT-Scan downloaden. Ach, du kannst die Rohdaten downloaden. Mhm. Also sehe ich jetzt gerade, ich war jetzt gerade beim Anglerfisch. Ja, du hast ja gesagt, sie sind noch am Anfang. Also, okay. Ja, es wird immer mehr. Ah, und hier oben kannst du suchen. Ja. Es gibt 4 3D-Mol. Vom Marco Shark? Nee, kannst du auch nicht angucken. Nee, leider nicht. Ich habe jetzt gerade hier den Burmese Horned Frog. Aber irgendwie lebt das Modell nicht. Aha. Hm. Ja, da ist available ganz unten. Was? Da, Download Morphosource. Genau. Kannst du den CT-Scan runterladen bei dem. Ja, also ist noch nicht. Aber sie haben quasi damit angefangen. Das ist ja ein Anfang. Genau, und. Aber das ist cool, aber guck mal, das ist richtig cool bei dem. Wie heißt es denn? Auf Deutsch, der Vogel fällt mir gerade nicht ein. Der Hals. Für die Halsknochen da sind. Mhm. Pelikan, oder? Was? Heron nee. Ist. Nee. Er ist ein Reiher. Ah! Ja. Danke. Gerne. Okay, das kann ich nicht anklicken. Wahrscheinlich dann den anderen. Ist das Bild, genau. Ja, das sieht abgefahren aus. Vor allem dann ja. So der Knochen und dann diese ganz offensichtlich die Speiseröhre. Mhm. Läuft auch ein bisschen anders. Die schaut ein bisschen aus wie so ein Maschinenabflussrohr. Ja. Ja, das ist so ein Abflussrohr und ein Zollstock nebeneinander. Oder so ein Staubsaugerschlauch. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht kann man den ja auch als Staubsauger engagieren. Aber die fangen jetzt quasi an und digitalisieren immer mehr Exponate und stellen die dann offen zur Verfügung. Also quasi Open Science, sodass alle quasi mit den Exponaten und den Scans arbeiten können. So habe ich das verstanden. Das ist cool. Ja, sehr schön. Über die nächsten 4 Jahre 20.000 Daten. Nicht Objekte. Tote Tiere, die man streicheln könnte, aber einfach abfotografiert hat. Ja. Aber ich weiß nicht, in was die eingelegt waren. Wenn die in Formaldehyd eingelegt sind, dann wirst du sie auch nicht streicheln. Arsen! Ja. Und sie wollen. Mehr als 80% der Wirbeltier, was ist denn Genus auf Deutsch? Boah, Alter, mein Hirn. Gattungen. Gattungen. Genus? Gattungen. Mehr als 80% der Gattung, der Wirbeltiergattung wollen sie scannen. Hm. Also, finde ich geil. So. Ich hoffe, ja. Dass da demnächst Haie. Mehr Haie. Mehr Haie, definitiv. Mehr Haie ist immer gut. Ja, apropos offene Wissenschaft. Wir arbeiten ja mit der Uni Gießen zusammen, mit Kerstin Kremer. Und da haben wir 2022 und 2023 jeweils ein Seminar gehabt. Und Seminar in dem Sinne, dass wir mit angehenden LehrerInnen und Lehrern zusammen Unterrichtsmaterial, also wir haben nicht Unterrichtsmaterialien entwickelt, sondern wir waren beim Seminar dabei und die Leute konnten uns Fragen stellen und die mussten als angehende Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien bauen bzw. eine Unterrichtsstunde gestalten in dem Seminar und konnten quasi als Input
Artikel von uns nehmen, also von der Plötzlich-Wissen-Seite. Und die haben dann Arbeitsblätter gemacht und wie man so eine Schulstunde gestaltet und so. Und Bedingung war, dass sie das unter einer freien Lizenz machen und wir das dann online stellen. Und damit habe ich jetzt angefangen. Die ersten zwei Materialien sind da. Und jetzt in den nächsten paar Tagen kommen da die ganzen Sachen von diesem Dings raus. Und wenn man Lehrerin oder Lehrer ist, dann kann man da vorbeischneien und gucken. Im Moment ist was für die 6. Klasse und für die 9. Klasse online. Da ist aber noch mehr. Also das sind irgendwie 10 oder 11 Unterrichtsmaterialien, die da bei rausgekommen sind. Und die stellen wir online mit Begleitmaterial, Einordnung, welche Klasse das ist, welche Lernziele und wie man das dann machen soll. Ja, wenn ihr Lehrer seid oder Lehrkräfte in eurem Umfeld kennt, könnt ihr es ja weitersagen. Wo ja. Wir gerade von offenem Zeug sprechen. Ja, sehr guter Überleitung, André. Danke. Geschickt. Wie sagte man in den 90ern? Gefickt eingeschädelt. Ja. Ja. Genau, ach so, das können wir ja auch nochmal einmal kurz zeigen. Da gibt es hier einen Artikel, den Link habe ich gerade geteilt und dann so ein Todeshund im Meer, am Beispiel Ostsee, Lehrmaterial. Da ist dann halt Sekundarstufe 1, 9. Jahrgangsstufe Realschule. Und dann wird so ein bisschen was von den Leuten, die das entwickelt haben, schreiben sie dazu. Und dann hat man hier ein paar Links, die man runterladen kann. Und das ist halt, dann sind das halt solche Arbeitsblätter, ne? Die man dann einfach kopieren kann, weil es unter einer freien Lizenz, da muss sich niemand Gedanken zu machen, ob das okay ist, die kann man halt einfach so vervielfältigen. Vielleicht hilft das ja beim Unterricht gestalten. Genau. Hoffen wir. Und die, die es gemacht haben, auch. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Ja, genau. Mhm. Das heißt also, da kann man auch ein bisschen was lesen von denen, was sie sich dabei gedacht haben. Und wenn ihr uns Feedback schickt auf die Seite, dann reichen wir es natürlich weiter an die Leute, die das gemacht haben, in diesem Fall Linda und Ezra. Beziehungsweise vielleicht gucken die ja so selber mal drauf, aber wenn ihr da einen Kommentar zuschreibt oder auch uns eine E-Mail schickt, dann schicken wir das auch weiter. Genau. Danke, André. Das bitte. War sehr klug von dir. Spontan, flexibel, sehr klug gemacht. Danke. Dann ist jetzt das nächste. Wir haben noch ein Korallenspiel offen, richtig? Ja, du musst da bis zum Anfang zurückschwimmen, weil wir am Ende des letzten Males festgestellt haben, dass wir gar nicht viele Sachen eingesammelt haben am Anfang. Ja, warte. Ich mache gerade. Es macht einmal blub.